Onkel Shadi. Shadi, erklär mir doch mal das lange Eck. Das lange Eck ist das von dem Torwart am weitesten entfernte, gibt ja nur zwei. Das eine ist die kurze Ecke vorne und das andere ist die lange Ecke. Die ist jetzt nicht de facto länger oder kürzer als die eine als die andere, sondern die heißt halt lange Ecke, weil sie vom Schützen und vom Torwart weiter entfernt ist als die kurze. Unser Stürmer kommt an, führt den Ball, schließt ab in die vom Torwart und ihm entfernte Torecke, die lange Ecke. Achtung, bäm, Pfosten. Fast geschafft und der Torwart hat sich ganz lang gemacht in Richtung lange Ecke. Ja, und die kurze Ecke? Na, die kurze Ecke ist das Gegenteil von der langen Ecke. Die ist nämlich da, wo der Torwart unbedingt stehen sollte. Und wenn er auf der kurzen Ecke ein Tor kriegt, dann ist das ganz mies und er kriegt Mecker von Oli Kahn. Für den Stürmer ist es die bessere Ecke, weil da muss er nicht so weit schießen. Also kurze Ecke, kommt unser Stürmer wieder an, genauso wie bei der langen Ecke. Jetzt entscheidet er sich, naja, das ist mir zu weit da hinten auf die lange Ecke, so weit kann ich gar nicht schießen. Außerdem ist meine Schusstechnik zu schlecht, deshalb gehe ich auf die kurze Ecke mit der Picke und habe ihn reingedrückt. Und wenn das passiert, dann kommt Oliver Kahn und sagt, das darf gar nicht passieren, weil der Torwart muss die kurze Ecke zumachen. Und da kann man aber auch als Fußballlaie wunderbar so einen Spruch anbringen, boah, auf der kurzen Ecke darf man nie das Tor kriegen. Oder jetzt bei einer Flanke, wenn die reinkommt und der Torwart rausläuft und den Ball fangen will und ihn nicht kriegt, dann kann man auch wunderbar und immer wieder sagen, ja, wenn er rauskommt, dann muss er den Ball haben. Bam.